Ja, hoch mit dir. Da hoch. Denke ich mal, weil ich glaube, da werde ich mich am ehesten heilen können, oder? Brauche ich das überhaupt ja eigentlich schon, ne? Fahr doch erstmal hoch. Ah, gut. Direkt an der Treppe warten selten Gegner. Stimmt. Meistens erst den ersten Schritt dann, ne? Aha. Wie gesagt, ich war an der Stelle noch nicht, ne? Deswegen macht das mehr Sinn, wenn ich das vorher spiele. Du bist also Vego. Man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Darrelly. Hat das vielleicht irgendwie mit einem echten Vaternamen zu tun, wenn das ein bisschen dreht? Ich überlege gerade. Nicht wirklich, ne. Das Einzige, was mir bei Strom hier einfällt, ist Faraday und das bringt einem nichts. Ach, Faraday, Tesla, Ohm, Volta. Hat damit aber alles nichts zu tun. What? Was habe ich gerade getan? Egal. Etwas ziemlich Dummes? Mach was. Assemble! so die Hände zusammen und dann nach vorne gestreckt. Ja. Ich weiß nicht, hast du die Power Rangers damals gesehen? 2 oder 3 Folgen. Ähnlich. Hab ich samstags ab und zu mal gesehen, so Ausschnitte. Wie der in dieser Pappwelt die Spielzeugfigürchen da hin und her geschoben haben. Das war schon sehr, sehr authentisch. Ich mag Spandex-Anzüge nicht. Was? Ich mag diese komischen Spandex-Anzüge nicht. Warum? Weiß ich nicht, sie wirken irgendwie abstoßend. So, das ist jetzt ganz großes Risiko und so weiter. Naja. Ich bin der Pinker Ranger. Pröt, pröt. So. Entweder du hast das Glück. Oder du hast echt Pech. Also entweder ich überlegst oder nicht. Ja. Überleg gerade. Glückstrahl macht, glaube ich, in dem Fall sogar am meisten Sinn. Der kommt da aus. Der durchgängige Wasserstrahl leitet Magneton. Mhm. Magneton gewinnt. Wäre eigentlich logisch, ne? Eigentlich ja. Elektroball. Noch ein Finale. Jo, war nett. Schön. Gut. Das war aber logisch. Naja, klar. Warum war das logisch? Weil Elektro auf Wasser doppelt effektiv ist. Wenn es doch nur das wäre, ne? Es ist mehr als doppelt. Ja. Weil das ist jetzt. Was ist der zweite Typ von? Mantax, Boden, ja. Glaube ich. Boden? Das ist der Grund, warum Bodenattacken nicht treffen. Achso, Flug, ja, klar. Weil das logisch ist, dass ein Boden-Pokémon Flügelschlag lernt. Ja. Was ist der Flug? Skorgro. Ja. Sind von Typ Flug Boden. Die können Flügelschlag lernen. Ja. Der unglaublich epische Kampf. Mhm. Hochspannung. Mhm. Ich glaube, ich gewinne das sogar. Mhm. Ich würde mich vielleicht mal heilen. Stimmt, das geht ja auch. Aber erst in der nächsten Runde. Du stirbst ja jetzt nicht an der Runde. Ja, sagst du und auf einmal haut ich mir einen Kit rein.
Ich warte einfach mal drauf. Critical! Zum Glück nicht. Eine Paralyse. Nein, nicht der da. Kumo-Milch wäre jetzt schön, aber sowas gibt's hier nicht. Heiler, naja, nee, muss nicht sein. Hab ich echt einen normalen Trank? Du hast, geh mal runter. Hallo. Übertrank hast du da? Leistungswarnmeldung. Ja, aber kein Supertrank. Und Übertrank ist, glaube ich, ein bisschen was viel. Supertrank hast du auch und die heilen nur 50. Da habe ich Supertrank. Reicht doch. Liste hat gereicht. Mhm. Sehr gut, ich höre schon auf, so knauserig zu sein. Ah. Also irgendwie so die Initiative kriegen die nicht auf die Reihe, ha? Huh? Scheint fast so. Kannst nie sicher sein, wer zuerst angreift. Ampharos ist paralysiert, trägt aber die Flinkklaue. Ja, ja. Paralyse verlangsamt dich. Flinkklaue, random Chance auf Erstschlag. Schön. Du störst hier. Ja, ja. Geh weiter, du störst hier. Die Kritikbomben, deren Herzen wir eh versiegelt haben, sind schon lange weg. Kannst dich abstrampeln, wie du willst, aber unser Krypto-Pokémon-Clan, genau, wirst du nicht vereiteln. Der Clan der Krypto-Pokémon. Ja. Musst du nicht vereitern. Ja. Hallo, mysteriöser, blinkender Gegenstand. Ein UG-Schlüssel. Uga Uga. Wenn du diesen UG-Schlüssel jetzt in die DNA-Probe steckst und dann Kuli dazu packst, bist du MacGyver. Mhm. Ich weiß nicht, in MacGyver-Witz funktioniert so lange, wie man eine Kugel mit einbaut. Kugelschreiber, meine ich. Naja. Und Schreiber ist ja unwichtig. Naja, eigentlich die Büroklammer sehr. Ja, das meinen einige andere auch, aber für mich ist es eher der Kugelschreiber. Gut, ich meine, es wäre dann eine... ein Uraziel-Guanin-Schlüssel. Geht also auch, theoretisch. Wäre dann zwar RNA, nicht DNA, aber egal. Du kannst mir folgen, ne? Guanin sagt mir sowas, ja. Gut, ein Uraziel ist das, was das Thymin ersetzt in der RNA. Ah, okay. So, reicht. Also ein bisschen wie beim Kochen, ne? Wenn das Thymian fehlt. Genau, da machst du auch Urea rein. Gut, dass du nicht Urin gesagt hast. Und ich übrigens auch nicht. Ja, ja. Es flackert schon wieder. Wie gesagt, das läuft auf mit der Kraft der Liebe. Mhm. Die Liebe ist so stark. Wie ich mir irgendwie, wenn ich sowas erzähle, stelle ich mir irgendwie ein bisschen vor, wie dann Bego jetzt hier drin so ein bisschen aufschreit, so von wegen, was? Kraft der Liebe? Was? Dann in so einem anderen Blickwinkel, wie man, wie er so sich
vorsichtig umdreht, auf Snow schaut und sie ihn so ganz unauffällig irgendwie unglaublich verliebt und fast psychotisch anschaut. Mit so einem schwer definierbaren Grinsen im Gesicht. Ich stelle mir das zu bildlich vor, aber es macht einfach so viel mehr Spaß. Naja. Komm, wir haben so eine hübsche Beziehung zwischen diesen beiden aufgebaut. Muss man pflegen, ja. Eben. Ja, nur dass, glaube ich, sie Pflege anders versteht als er. Ach was. Ich wollte gerade trinken. Schlechte Idee vielleicht. Trinken ist, glaube ich, in Colosseum eh immer schlecht. Trinken ist immer schlecht. Immer und überall. Eben. So. Ich glaube, ich wollte jetzt geradeaus gehen. Oder doch eher nach rechts. Den Pfeilen folgend. Wieso sind denn eigentlich diese komischen Abschottungen? Die machen überhaupt keinen Sinn. Hast du was gesagt? Nur von der anderen Seite geöffnet werden, okay. Ist doch an den roten Pfeilen. Die haben eine Bedeutung, die sind nicht nur Deko. Was weiß ich? Mit dir rede ich nicht mehr. Mehr? Dem Kerl, der da am Rechner steht. Ist irgendwas der, ist der hat bestimmt eine Schlüsselrolle. Ja, weil er eine Schlüssel hat, ne? Wahrscheinlich. Hi. Diese Daten brauchen wir also nicht mehr. Ich will sie behalten. Was soll denn der Lärm? Wenn ihr euch nicht schnell bereit macht, dann wird Professor Culpa... Hä? Wer bin ich? Was mache ich hier? Ihr arbeitet doch gar nicht... Labor... Hä? Sprache. Plöng. Karloff. Nee, sagt mir auch nichts. Sagt mir das was? Scherenkopf sagt mir was, ja, aber Karloff? Naja, nicht wirklich. Ich versuche gerade alle Buchstaben ein bisschen umzutauschen, um was anderes rauszufinden. Okay. Kannst du mir das beißen? Ja, wenn du Lust hast. Naja, Lust nicht wirklich, aber muss wohl irgendwie, ja. Interessant, wie schnell Psyana einfach ist, ne? Wo die 10 Level runter ist. So, steig auf, gefälligst danke. Wenigstens 30 ist jetzt. Sternschauer, okay. Jetzt hast du eine Höcke, die beide trifft. Gut. Und die unglaublich schwach ist, wenn du sie dir anschaust. Stärke 60. Habe ich sonst ja, noch was? Auf einen Gegner. Auf zwei Gegner nur noch 30. Hau rechte Hand raus. Ja, macht glaube ich am meisten Sinn. Rechte Hand ist einfach Müll. Austere, andere, was? Steht doch darüber. Wirkung im Bett. Was? Ja, aber... Ausdruck, Eindruck oder wie? Ja. Wirkung im Wettkampf. Du hast in Rubin Saphir nie die Wettkämpfe gespielt. Nö. Das ist mehr so eine Art Minispiel. Cool. Klug. Anmut. Klug. Es gibt eben Coolness, Klugheit, Anmut, Stärke, Schönheit Wettbewerbe. Und da musst du eben mit einem Pokémon antreten, was nur diese Attacken kann. Und eben möglichst hohe Ausdruckspunkte erzielen zum richtigen Zeitpunkt und je nachdem mit welchen Attacken gezielt Eindruck auf die andere Pokémon machen, dass die nervös werden und Attacken verhauen und so. Okay. Ich finde es immer schön, wie da diese Jury sitzt in kleinen Kanzeln und dahinter eben die die Zuschauer, du dann einfach mal Eruption oder sowas einsetzt. Geofissur. Schön.
einfach mal die Jury kochst und sie dann jubelnd vor dir steht und... Ja. Und sich wünscht, sie hätte noch Haare. Sollte ich jetzt mal Sternschrauber versuchen? Ach, warum eigentlich nicht? Weil es Magnehido fast keinen Schaden macht. Dann verwirre ich halt Lampi noch weiter. Er ist nicht dein Vater. Was? Ich bin nicht verwirrt. Oh. Ich weiß nicht, ich glaube Lampi ist auch so ein bisschen geistig minder bemittelt. Einfach nur weil es hat keinen Minuspol. Es ist ein einziger riesiger Pluspol. Es ist an so zwei Stellen. Ja. Ja, aber du hast einen Pluspol am einen und am anderen Auge. Das kann doch nicht gut gehen. Vielleicht sind auch diese komischen Clownskreuze. Das ist ein Elektro-Pokémon. Bleischild, Flieg und Sieg. Lampi ist immer noch am Wasser-Pokémon. Das ist mir egal. Wo kam eigentlich das Flieg und Sieg her? Wo kam das nochmal her? Flammenwurf auf Magnetilo. Ich doch eher Steinwurf auf Lampi? Okay. Flammenwurf auf Magnetilo. Sailor Moon war das. Eben. Lampi streicht zurück. Okay. Mit meinem Glück erinnere ich mich gleich wieder an das komplette Lied davon. Weil ich ja dieses japanische Webradio höre, was von deutschen Leuten gehostet wird, die dann schön deutsche Anime-Openings und Endings auch mit einbringen. Ui, das ging schnell. Eben. Was schon als best geschmolzen in der Hitze. Okay, ich habe wirklich das Sailor Moon Opening im Kopf. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Willst du Werbung für deinen Radiosender machen? Nein. Also siehst du, da war gerade ein Minuspol drin, in den Augen. 36, okay. Schön. Flinte. Das finde ich irgendwie. Flinte fände ich einfach wirklich viel epischer. System. Im Effekt des nächsten gegnerischen Angriffs macht das Sinn eigentlich ja nicht, ne? Also weg damit. 1, 2 und schwupp. Ich hab genau das so vorlesen gehabt. Er hat das nur gedacht. Ach so. Wenn ihr nicht schnell verschwindet, wird Professor Kulpa euch zeigen, was Schmerz ist. Okay. An Selbsttests! Okay. Weil Professor Kulpa ist so ein Mensch.